Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einer neuen Review für euch. Und heute geht es um den Film Benedetta, der neueste Film von Paul Verhoeven. Ja, und Paul Verhoeven ist natürlich schon ein großer Name in der Geschichte des Filmemachens. Er hat zum Beispiel auch Basic Instinct gemacht oder auch Showgirls, aber auch Actionkracher wie Total Recall, Robocop und auch Starship Troopers dürfen hier genannt werden, die immer wieder gerne angeguckt werden, auch von mir. Und als ich gehört habe, es kommt ein neuer Film von ihm heraus, dachte ich, okay, der interessiert mich. Doch dann wurde ich ein bisschen von meiner Freude geschmälert, denn er ist eine Hommage an Non-Ploitation-Filme der 70er Jahre. Und ich habe schon einen Film gesehen und den fand ich wirklich gar nicht mal so gut, gebe ich zu. Ja. Aber ich gebe gerne mal Filme eine neue Chance und auch hier bei diesem Film dachte ich, okay, komm, den legen wir jetzt mal ein und mal gucken, was dabei rauskommt. Der Film kommt am 25.02.2022 in diesem wirklich extrem schicken Mediabook heraus, in der 4K-Version. Unboxing gibt es auf meinem Kanal und auch in der ganz normalen MRA kommt dieser Film ebenfalls von Cable Pictures in den deutschen Handel. Und hier herzlichstes Dankeschön an Cable Pictures für das Pressemuster und auch für euer Vertrauen. So, okay, wo fangen wir an bei diesem Film? Es ist hier ein Historienfilm, kann man sagen. Es beruht auf eine wahre Begebenheit. Und wir haben hier erstmal die Benedetta Carlini, die ist geboren 1590 in Villano, ein Ortsteil von Pescia, und ist dann verstorben im 1661 ebenfalls in Pescia und war eine italienische römisch-katholische Nonne, Äbtistin und auch eine Mystikerin, die aber dann durch lesbische Verhältnisse eben dann verurteilt und auch eingekerkert wurde. Die US-amerikanische Historikerin Judith Cora Brown veröffentlichte 1986 eben ein Buch über den Fall Schändliche Leidenschaften, das Leben und einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance. Und die hat dessen Akten gefunden in Venedig oder Verona war das, zu Verona, was vor 53 Jahren eben passiert ist. Und die gute Frau war 35 Jahre im Gefängnis eingesperrt, bevor sie eben verstorben ist. So viel schon mal zur Handlung von diesem Film ein bisschen. Und ja, jetzt erstmal an sich der Film. Der Film kam 2021 in den deutschen Kinos heraus, geht 131 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie haben wir schon mal erwähnt, Paul Verhoeven. Und in Hauptrollen haben hier die gute Virgin Effria und ist eben hier die Benedetta Carlini. Hat auch mitgespielt bei Birnenkuchen mit Lavendel. Auch ein ganz toller französischer Film. Einfach mal angucken, wirklich ein sehr guter Film, habe ich auch schon lange mal gesehen. Und auch Elle, ebenfalls ein Paul Verhoeven-Film. Und dann haben wir noch die Charlotte Rampling, oder Rampling ist die Schwester Felicia und sie auch mitgespielt bei Dune Part 1, sowie auch bei Red Sparrow und auch bei Der Nachtportier. Ein sehr markantes Gesicht auch und spielt auch immer gern ab und zu mal böse Rollen. So, dann haben wir noch die Daphne Patakia und ist hier die Bartholomea und sie hat mitgespielt bei Versailles. Nochmal ganz kurze Story über diesen Film jetzt an sich, weil das andere war eigentlich wirklich die Hauptperson, also die wirkliche Benedetta. Um was geht es eigentlich jetzt bei diesem Film? Ja, Benedetta ist ein junges Mädchen, was mit 9 Jahren ins Kloster geschickt wird von ihren Eltern und auch zu Schutz von der Pest. Nach 18 Jahren rettet sie dann Bartholomäa von ihrem Vater und sie bleibt nun mit bei ihr im Kloster. Bartholomäa fühlt sich auch zur Benedetta hingezogen und durch ihre göttliche Macht bekommt Benedetta Stigmata und wird zur Äbtistin befördert. Somit hat sie nun die Möglichkeit, eben ein eigenes Zimmer zu bekommen und kann so ihre Liebschaften mit der guten Bartholomäa eben ausleben. Doch die Äbtistin, die Ex-Äbtistin oder die ehemalige, sieht das und somit gibt es dann einen Komplott gegen die neue Äbtistin Benedetta. So viel schon mal dazu, was in diesem Film passiert. Und ja, kommen wir erstmal zu, bevor wir jetzt hier zu weiteren Informationen kommen, erstmal zu dem Mediabook an sich. Das 4K-Bild ist hier wirklich extrem scharf. Schöne satte Farben auch und vor allem auch wirklich sehr scharfe Bilder. Das haben hier auch originale Aufnahmen auch mal dazu. Und ja, zum Booklet auch hier habe ich auch mehr durchgelesen. Geschrieben wurde das Booklet hier von den Autoren Laura Erler und auch von Maiko Heiter. Wir haben ja eine Lesezeit von ca. 40 Minuten, also auch auf jeden Fall hier, man kann sich richtig lange mit beschäftigen. Und auch hier gibt es eben Hintergründe über die wahre Geschichte auch und auch zur Buchumsetzung, sowie auch eben die Abweichungen vom Film zum Buch und auch die starken Frauen im Film werden auch hier gut dargestellt.
Auch eine, die Bedeutung von Blut in der religiösen Sinne wird auch hier gut verdeutlicht in diesem Booklet, sowie auch eben Paul Verhoeven und die Einstellung zu der Kirche. Und zum Schluss gibt es eben noch die Stigmata und ihre Wahrheiten bzw. auch ihre Mysterien. So viel dazu zu dem Booklet von dem Medienbuch. Ich muss wirklich sagen, lohnt sich auf jeden Fall hier jetzt mal durchzulesen und ist auf jeden Fall auch schon mal sehr interessant. Auch ein paar Hintergrundinformationen über den Stil des Films gibt es auch noch und auch da habe ich ein bisschen was mit rausgeschrieben. Ja, Gerald Sötemann war der Drehbuchautor bei Benedetta und hat auch schon bei 8 weiteren Filmen mit Paul Verhoeven zusammengearbeitet. Doch es gab eben dann einige Differenzen zwischen den beiden, einfach aus dem Grund, weil Paul Verhoeven einen ganz anderen Film machen wollte als er. Er wollte mehr politisch gehen, er wollte mehr lesbischen Sex mit reinbringen, natürlich ein bisschen auch, um den Schauwert zu erhöhen. Und damit hat er sich dann auch distanziert bei dem Filmprojekt und es wollte auch deswegen auch nicht mehr im Abspann auch erwähnt werden. Die Dreharbeiten fanden am 19. Juli 2018 statt und vor allem in Montepulciano in Italien. Und weitere Drehorte in Italien waren zum Beispiel noch in Val d'Orchia in der Toskana und auch die Gemeinde Bevanga. Außerdem wurde gedreht in den zwei Abteien Silvancana und auch Le Tourmet in Frankreich. Wegen einer Hüft-OP musste er die Postproduktion ein bisschen aussetzen und Paul Verhoeven musste erstmal genesen. Und wegen der 5. Jahreszeit Corona wurde eben dann die Veröffentlichung mehrmals verschoben. Premiere feierte dieser Film am 9.07.2021 in den Filmfestspielen bei Cannes. Am 2. Dezember 2021 kam der Film endlich auch nochmal im deutschen Kino heraus. Ich habe leider nicht bei uns im Kino gesehen. Und wegen einer Szene wurde dieser Film sogar in Russland verboten, aber welche das ist, das darf ich euch jetzt nicht verraten, denn ihr sollt den Film auf jeden Fall auch mal angucken. Der Film spielte insgesamt 3,7 Millionen Euro ein, aber vor allem in Frankreich war er recht erfolgreich mit 2,6 Millionen Einspielergebnis und auch in Niederlanden war er auch recht erfolgreich mit knapp 500.000 Euro haben sie hier eingenommen. So viel schon mal zum Hintergrund und auch zum Booklet von Benedetta. Und jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung über diesen Film. Und ich habe ja schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der große Freund von Non-Ploitation-Filmen, also eben ja, Non-Sex-Filme kann man fast sagen. Und hier haben wir eine Hommage an diese alte damalige Film-Ära, ganz ehrlich. Aber aus all dem, wir haben hier wirklich eine sehr gut gemachte Umsetzung, eine gute Hommage. Einfach, wir haben ja auch wirklich mit wesentlich mehr Ästhetik auch gespielt worden und auch mit einem extrem guten Schauspieler auf jeden Fall hier das Ganze hervorgehoben. Kommen wir erstmal zu der Story. Die Story ist eigentlich schon mal ganz interessant. Man weiß ungefähr schon, was sich einlässt. Es ist nun mal ein recht ruhiger Film, muss man hier klipp und klar sagen. Es ist hier keine Action-Sequenzen mit dabei. Es gibt natürlich viele erotische, sinnliche Szenen dabei zwischen diesen beiden Frauen. Und die sind schon mal sehr intim und auch schon sehr, manchmal auch ein bisschen verstörend. Vor allem, wenn man sich in die Zeit versetzt, wo sind das hier gespielt im 1700. Das war natürlich für die damalige Zeit extrem verstörend, auch extrem ja, verboten. Und das bringt auch dieser Film auch sehr gut rüber, eben hier mit dieser verbotenen Zeit. Allgemein, Frauen an sich werden hier auch extrem schlecht dargestellt, also wie es auch damals auch war. Und halt eben, muss ich wirklich sagen, die Denkweise hat auch hier sehr gut hineininterpretiert in diesem Film. Auch dann zum Schluss muss ich wirklich sagen, man bleibt ein bisschen am Grübeln dran, okay, was ist jetzt da wirklich passiert? War es jetzt alles Wirklichkeit oder war es vielleicht doch alles nur inszeniert, um halt eben das zu bekommen, was er dann haben wollte, eben halt eben die Liebe von der guten, netten, ja, Novizin oder auch war es wirklich göttliche Eingebung? Also hier muss man sich immer wieder selbst entscheiden zum Schluss, wen glaubt man jetzt auch hier? So, kommen wir jetzt mal zu der Schauspielleistung hier und hier muss ich wirklich sagen, also hervorragend, also hier alle beide Schauspieler, die das gespielt haben, wirklich unglaublich stark. Sie haben sich wirklich extreme, intime Einblicke sich erlauben dürfen, uns erlauben lassen, was wirklich schon sehr, sehr krass dargestellt wird. Bei manchen Szenen natürlich auch sehr schön anzugucken, muss man natürlich auch hier klipp und klar sagen. Ist natürlich auf jeden Fall hier jetzt nichts Schlimmes jetzt für männliche oder auch für weibliche Zuschauer bei diesem Film. Also da muss man wirklich sagen, das haben sie hier wirklich schon per excellence gemacht. Und auch nie irgendwie billig kommt dieser Film nie rüber. Also es ist wirklich schon sehr, sehr edel alles gemacht worden. Und hier muss ich wirklich sagen, der ganze Film wirkt extrem erotisch und auch sinnlich und vor allem auch ja anregend. Also wirklich, der komplette Film ist schon eine
Anregung und Erregung an sich schon mal ganz gut geworden. Für die Laufzeit wirklich auch recht lange, aber es wird nie kein bisschen langweilig. Aber nochmal hervorheben, nochmal die Leistung von den beiden Schauspielern wirklich sehr gut gemacht und auch sehr gut geschauspielt auf jeden Fall. Kommen wir noch zu den Kamerakulissen und auch zu den Szenen. Wir haben hier wirklich sehr anregende, erotische, sinnliche Aufnahmen hier der beiden Frauen in ihrem Liebesakt. Und da kommen doch einige Sachen dazu, wo man denkt, okay, das ist natürlich jetzt schon krass dargestellt. Natürlich war das damals nicht so ganz so extrem krass. Also im 1700 wurde das nicht gemacht, laut Akten dazu natürlich. Aber wir haben auch hier wirklich Einblicke bzw. detaillierte Kulissen auch, wo ich mir denke, wow, also da hat sich wirklich der Paul Verhoeven wirklich was getraut. Zum Beispiel der Latrinengang der beiden Frauen und man hört sie auch, ja, kacken und furzen. Und das ist wirklich was, ich sage, okay, das gibt es wirklich fast bei keinem anderen Film. Und hier habe ich echt gesagt, okay, wow, Respekt, wirklich Respekt vor dieser Szene hier. Also hier wirklich war, das ist natürlich schon ein grober Schnitt, aber natürlich auch das zeigen eben auch, dass eben auch im Kloster eigentlich keiner hier wirklich eben eine Freiheit gehabt hat, sondern die wird eigentlich alle kontrolliert und auch das wird in diesem Film auch sehr gut rübergekommen. Auch allgemein die ganzen Kulissen auch hier von da schon des 17. Jahrhunderts kommen wirklich sehr gut rüber, sei es jetzt eben hier auch die Musikinstrumente von damals oder auch die Webstühle auch oder natürlich auch dann die, ja, die Pestmasken der Doktoren damals, wo eben hier mit dieser Entenschnabel waren, auch das natürlich sehr schön gemacht. Und auch die Umsetzung der Stigma, die man auch bekommt, auch das ist wirklich sehr gut rübergekommen. Auch vor allem auch sehr, sehr blutig. Ich habe diese Firma jetzt nicht so erwartet, dass jetzt extrem viel Blut spritzt. Aber wir haben hier einige heftige Szenen mit dabei, die doch ganz schön mich schockiert haben. Einfach aus dem Grund, weil du nicht davon gedacht hast, dass jetzt sowas kommt. Ja, und da haben sie natürlich, also sei es jetzt hier Peitschungen, Verfolterung, sieht man jetzt auch hier ganz gut. Und das muss ich schon mal sagen, ist wirklich schon extrem gut umgesetzt worden. Ja, jetzt kommt noch mein Fazit zu diesem Film. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, das muss ich schon mal klipp und klar sagen. Er ist ein sehr ruhiger Film, mit sehr ästhetischen Aufnahmen, vor allem halt beim Liebesakt vor allem. Und natürlich auch eine ruhige Erzählweise. Für manche stört es eventuell, aber wenn man sich auf diesen Film auch einlässt, wird dieser Film auch extrem gut funktionieren. Und ja, eine schöne historische Darstellung, kann man jetzt was sagen, also wirkliche ja, historische Übermittlung kann man jetzt nicht behaupten, einfach aus dem Grund, weil doch einiges umgeändert wurde, dank dem Booklet hier zum Nachlesen nochmal. Aber wir haben hier wirklich extreme sinnliche und auch erotische Reize ausgesetzt bekommen, mit einer interessanten Geschichte dazu und kann man natürlich jetzt nicht vergleichen mit den 70er Non-Ploitation-Filmen, wo es eigentlich nur ums geht, sondern hier geht es wirklich auch ums Eingemachte. Der Film bekommt von mir 8 von 10 Punkten, hat mich wirklich doch überrascht und hat mir sogar richtig gut gefallen. Und von daher kann ich euch diesen Film echt empfehlen, wenn ihr auf solche Filme steht, wohlgemerkt, auf ruhige, besinnliche und auch erotische Filme, dann ist hier auf der richtigen Seite hier. Ansonsten lasst lieber die Finger davon und kauft euch einen Actionfilm, der euch auch Spaß macht. Ja, das ist so meine Meinung zu Benedetta. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, eine Kaufentscheidung zu finden und nicht zu finden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall jetzt beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, am 25.02. wird dieser Film veröffentlicht. Kauflink unten in der Videobeschreibung drin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.